woher ich komme? Was meinst du? Mein echter Vater? Ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Ich bin hier geboren, so wie die anderen auch. Ja, tue ich. Die sind total schön, oder? Hier in Silberhain gibt es sie in viel mehr Farben als da draußen. Aber nicht, dass du jetzt was Falsches denkst. Ich fange sie immer nur für ein paar Tage ein, damit ich sie abmalen kann. Dann lasse ich sie wieder fliegen. Ich weiß nicht, kann schon sein. Aber Papa hat mir schon sehr früh Lesen beigebracht. Und ich liebe es einfach. Bücher, das sind wie Bilder, in die man reingehen kann. Wenn ich groß bin, will ich auch mal schreiben. Ein Stein? Wieso fragst du? Und selbst wenn ich ihn haben sollte, wieso willst du ihn denn haben? Na gut. Ja, ich weiß, welchen Stein du meinst. Und ich kann ihn dir auch zeigen. Aber nur unter einer Bedingung. Dass wir einen Handel machen. So nennt ihr Erwachsenen das doch. Einen Handel, oder? Ganz einfach. Du erfüllst mir drei Wünsche und dann zeig ich dir den Stein. Naja, ich habe eben drei Wünsche bei dir frei, die du mir erfüllen musst. Und keine Sorge, es wird richtig Spaß machen. Du wirst schon sehen. Was meinst du? Schlägst du ein? Großartig. Ich wusste, dass du ja sagen würdest. Wir können auch schon gleich anfangen. Komm in ein paar Minuten einfach runter zum Strand. Bis gleich. Der linke Schalter bestimmt die Geschwindigkeit und das Flugmuster. Und der rechte setzt die Kugel in Bewegung. Alles verstanden? Habe ich. Danke, Papa. Du bist echt der beste Vater, den man sich wünschen kann. Und du der beste Sohn, kleiner Rackadu. Aber schau mal, wer gekommen ist. Ich lasse euch beide jetzt erstmal allein. Und nicht vergessen, lenkt die Kugel niemals in Richtung des Dorfes. Wir wollen ja nicht, dass irgendjemandem was passiert. Viel Spaß euch beiden. Hey, du bist ja richtig schnell gewesen. Und, bist du soweit? Es wird richtig lustig, versprochen. Also, eigentlich ist es ganz einfach. Kannst du einen Bogen benutzen? Ach so? Naja, ist nicht weiter schlimm. Das klappt schon irgendwie. Ich bin mir sicher, du wirst das richtig gut machen. So, jetzt schau her. Tada! Ist sie nicht großartig? Das ist eine Sternlingsphäre. Fatih hat sie hinten bei der alten Ruine am Strand gefunden und sie nur für mich wieder zusammengebaut. Und angeblich ist sie richtig alt. Die Sternlinge haben sie damals benutzt, um ihren
Wie nennt man das, ihren Armbrustschützen das Zielen beizubringen? Toll, oder? Ich weiß, aber Fati kann sowas. Immer wenn ich irgendwas zerbreche, baut er es gleich wieder zusammen. Er ist wie ein Zauberer, sage ich immer. Na was wohl, wir werden sie natürlich ausprobieren. Ich wollte das schon immer machen, aber Papa sagt, dass ich noch zu jung bin, um einen Bogen zu halten. Aber das bist du ja nicht. Also, mein erster Wunsch ist, dass du mit mir die Kugel ausprobierst. Ganz einfach. Du nimmst dir den Bogen da und ich lass die Kugel fliegen. Wenn sie dann erstmal in der Luft rumfliegt, musst du sie mit Pfeilen treffen, bevor sie wieder landet. Ah ja, und schießt erst, wenn die Kugel sich geöffnet hat. Das ist wichtig. Also, alles klar soweit? Ich würde sagen, wir fangen langsam an. Und dann mache ich sie schneller und wirrer. Bist du bereit? Was ich davon habe? Naja, ich dachte halt, dass uns das beiden Spaß machen wird. Und darum geht es doch, oder? Dass du und ich hier Spaß haben, solange du in Silberhain bist. Prima. Es braucht dir nicht peinlich sein, wenn du die ersten drei Runden nicht triffst. Wir können es so oft spielen, wie du willst. Also, nimm den Bogen da, dann schalte ich die Kugel an. Das war schnell. So, schalten wir sie nochmal schnell. Auf mein Zeichen. Eins, zwei und los. Es war großartig. Vor dir müssen sich die bösen Kerle sicherlich in Acht nehmen. Wie sieht's aus? Willst du es nochmal probieren? Vielleicht triffst du ja diesmal noch mehr. Ja, das glaube ich dir. Aber du hast das wirklich toll gemacht. Danke, dass du mit mir gespielt hast. Ich sag Papa jetzt erstmal, dass wir fertig sind. Komm einfach wieder ins Haus, dann sage ich dir meinen zweiten Wunsch.